Grüß euch. Heute geht es um Rohkost und Vorbereitungen und Rohkosttreffen. Und ich habe einige Fotos vorbereitet und auch Aufnahmen von Ostern. Eine kleine Zusammenstellung, die ich mir vorbereitet hatte. Ein paar Wildpflanzen, ein paar exotische Früchte, Feldsalat, ein paar Überraschungseier. Hier unser Jahreszeitentisch. Und unser letzter Hokkaido aus dem Garten. Ich habe auch Hokkaido-Kürbis sehr gerne in das fermentierte Gemüse gegeben. Heuer war ich zum ersten Mal auf der Revolution. Hier sieht man noch mein Protein und die Reiseschuhe. Und das hat mich dazu motiviert und erinnert, wie wichtig es ist, unabhängige Rohkosttreffen zu veranstalten. Deswegen habe ich gleich eines angekündigt. Ein paar gute Lebensmittel vorbereitet. Zum einen ein fermentiertes Gemüse und Sprossen. Und fermentiertes Gemüse ist ja immer ein wichtiger Bestandteil meiner Ernährung. Als ich kürzlich im Biomarkt auch Erbsengrün gesehen hatte, dachte ich mir, ich werde einmal versuchen, das Erbsengrün im Haus ein bisschen mit einer speziellen Pflanzenbeleuchtung zu unterstützen. Ziel war, etwas mehr Grün damit zu erreichen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, so begeistert hat mich diese Lampe jetzt nicht. Als ich die Pflanze hinausgestellt habe, sind diese gleich viel dichter geworden, so wie hier auch im Hochbeet im Garten. Eine Orkusbestellung habe ich gemacht, auch für das Rohkosttreffen. Dort habe ich Eiskraut gezeigt, Tumpinambur und auch ein paar Testsets habe ich bestellt. Tumpinambur nehme ich sehr gerne mit in die Firma und beim Rohkosttreffen habe ich ganz viele Tumpinambur-Knollen bekommen, die wunderbar ihre Wurzeln ausgebildet haben. Die habe ich im Garten eingesetzt. Ich hatte sonst auch noch Trinkkokosnüsse bestellt und Cherimoyas. Ich hatte kürzlich im Supermarkt so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mich wirklich gefreut habe, beim Versand so köstlich reife Cherimoyas zu bekommen. Kochen Gemüsebananen habe ich zum Teil geschnitten und eingefroren und dann habe ich aus Chiasamen und Steinpilzen ein Rohkostbrot vorbereitet. Einen Dresdner aus Kürbis und Karotten habe ich ausgepresst und den Saft dazu fermentiert. Und um einen rosa Kuchen zu erreichen, habe ich Drachenfrüchte in Wasser eingelegt, sodass das Wasser ganz rosa wurde. Diese tollen Sprossenbehälter hat Michi zum Rohkosttreffen mitgebracht. Hier werde ich unten seine Kontaktdaten eingeben. Unser Rohkosttreffen war auch eine Flusswanderung. Einige der Wildpflanzen gefunden, die jetzt doch auch schon draußen waren, wie der Beifuß oder auch die Vogelmiere, die schon recht üppig zu finden war. Aber wir haben noch viel, viel mehr gefunden. Wieder zurückgekommen, haben wir uns über das Essen hergemacht. Das war zum Teil zubereitet, zum Teil einfach pur. Wir haben uns selber die unterschiedlichen Möglichkeiten ausgetauscht und ich habe auch die Testsets natürlich aufgelegt. Inzwischen blüht auch schon der Löwenzahn. Im Frühbeetkasten wächst auch schon einiges. Das nächste Rohkosttreffen ist für 26. Mai in Laxenburg geplant und ich würde mich sehr freuen, wenn wieder sehr viele kommen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch übers Abonnieren. Servus und bis zum nächsten Mal.